Und los, zum Angriff! Zeitenring, da ist der letzte Schlüssel. Da ist der letzte Untote. Achtung! Oh, da ist ja sogar noch ein Bogenmeister. Ja, das Nordtor ist verschlossen. Den Schlüssel verwenden, das Tor öffnet sich. Gut. Schon dabei. Zu Befehl. Unverzüglich. Gut. Also ihr und ihr. Ihr geht mal dahin. Wird sofort ausgeführt. Oh, ich habe Hunde verloren. Ach, halb so wild. Ihr geht mal hier. Gebiet sichern. Alles klar. Können wir das nämlich ein bisschen beschleunigen? Wo war hier noch der Konaltar? Wobei, das ist keine gute Idee, glaube ich. Jawohl! Nee. Erwarte euer Kommando! Folgt mir! Und los! Aber wir speichern und dann versuchen wir es einfach mal. Indem ich die Truppen bereits aufstelle. Erwarte Befehle! An den Orten, wo die Gons zu Marschbefehl! Sind. Wo war jetzt hier noch ein Gon? Hier war doch irgendwo ein Gon. Altar, auf dem Weg! Also du. Also ihr, ihr und du. Ihr geht dann zu dem Gon. Sind bereits in der Luft! Gebt das Zeichen! Marschbefehl! Ihr holt noch die Kiste. Auf geht's, Herr der Rune. Hier platziert noch ein paar weitere Türme. Ärmel hoch und los. Da versuchen wir hier unten noch am Durchgang noch ein bisschen dicht zu machen. Erwarte euer Kommando. Marschbefehl. Einsatzbereit. Augen offen halten. Bin unterwegs. Gebt das Zeichen. Alles klar. Adamanthose. Dämonischer Vernichter. So, haben wir noch irgendwo eine Truhe oder etwas in der Art? Nee. Können wir jetzt zur Uhu gehen? Also das Beste wäre es jetzt nochmal zu speichern. Kein Problem. So, dann machen wir mal hier dicht. Wie steht der Kampf, Sturmbote?
Die graue Horde ist zerschlagen. Sie sind besiegt. Lasst uns den Rettern danken, Freunde. Danken! Seid ihr von Sinnen, Weib? Fremde haben uns doch diese untote Plage gebracht. Fremde und Nordmenschen, wie die dort. Rabenhaar ist bei ihnen. Ich vertraue ihr. Ja, weil sie deine kleine Hure ist. Dafür häute ich dich, Schakal. Thorei, alle beide. Genug Blut ist für heute vergossen. Was willst du, Xalabar, Führer der Krieger? Dass die Nordmenschen dort verschwinden und ihre Kriege und Intrigen mit sich nehmen. Wir schulden ihnen unser Leben. Dann verlange ich, dass sie die Prüfung der Wahrheit ablegen. Wenn sie uns Gutes wollen, werden die Winde ihnen den Sieg schenken. Dai, das ist sein Recht. Dann sollen die Windgötter entscheiden. Oh oh. Was bedeutet das jetzt? Ärger. Wie es scheint, sollen wir ein Gottesurteil ausfechten. Lasst mich antreten. Dieser undankbare Wilde soll den Zorn Aonirs spüren. Dieser undankbare Wilde hat noch nie einen Zweikampf verloren, Dummkopf. Runenkrieger, als Heerführer ist es an euch, die Prüfung der Wahrheit abzulegen. Ihr werdet gegen Xalabar auf dem Kampfplatz unserer Ahnen antreten. Wenn ihr ihn besiegt, muss er euren Anspruch anerkennen. Doch bevor der Kampf beginnen kann, müsst ihr beide ein Gon tragen, einen heiligen Gegenstand, der die Augen der Winde auf euch richtet. Doch die Untoten haben viele unserer Dinge verschleppt, so auch die Gons. Verstärkt die Ihr müsst sie also erst finden. Sucht hier im Osten nach ihnen. Solltet ihr ein Gon finden, könnt ihr den Kampfplatz betreten. Findet ihr mehr als ein Gon, so könnt ihr einen weiteren Streiter auswählen, um euch im Kampf zu unterstützen. Ja. Plunder sammeln und unnötige Zweikämpfe. Soll das Gastfreundschaft sein? Sie schlagen zu! Mäßigt euch! Der Runenkrieger braucht die Hilfe der Kartei. Wir werden den Gefahren des Dschungels auch alleine trotzen. Hokan Ashir kann keinen Zauber weben, der den Glauben an Aonir überwindet. Darf ich mich jetzt bitte in meinen Dolch stürzen? Schlagt sie! Das ist ja nicht auszuhalten. Die Rune ruft. Okay, hier ist es etwas eng. Vorwärts, Krieger! Hier wird auch, glaube ich, Xalabar hinrennen, um einen Gon zu kriegen. Gut, gut! Zu euren Alles Diensten! Klar. Verstärkt die Verteidigung! Ha! Ich habe ein Gong gefunden! Ach, er kann sich einfach posten. Was wünscht die Rune? Verstanden! Jawohl! Verlieren wir eigentlich auch Vorsicht! Alle, sie sind hier! Ja, einen haben wir verloren. Aber das ist jetzt kein so großes Problem. Neue Runde können wir auch holen. So, wir richten hier weiter Türme. So, ein Gon habe ich hier gefunden. Schnell!
Und los! Was wünscht die Rune? Verstanden! Bleibt standhaft! Quest aktualisiert. Ja, sprecht mit der Uru. Ihr habt die Gefahr gebannt. Nun ist es an der Zeit, mit der Uru zu verhandeln und sie über den Weg in den Dschungel zu befragen. Haben wir schon gemacht. Besteht die Prüfung der Wahrheit gegen Xalabar? Xalabar, der Führer der Krieger der Kartei, misstraut euch und fordert, dass ihr die Prüfung der Wahrheit ablegt. Ihr müsst im Kampf gegen ihn beweisen, dass ihr wahrhaftig seid. Mindestens eins der Gon-Artefakte, die im Osten von Kartei verloren gegangen sind. Um den Kampfplatz betreten zu können, benötigt ihr einen heiligen Gegenstand, einen Gon. Ihr müsst versuchen, mindestens eins von ihnen zu finden. Findet ihr zwei, könnt ihr einen weiteren Streiter mit in den Kampf nehmen. Bringt die Artefakte zu Uru. Mit dem Gon könnt ihr nun gegen Xalabar antreten. Wenn ihr noch ein weiteres habt, könnt ihr einen eurer Freunde als Helfer in den Kampf nehmen. Ja, da ist unser Gon. Wir haben noch einen Samen. Vorsicht, sie sind hier! Lebensalbe. Bei denen hier haben wir jetzt auch eingepflanzt. Vorsicht, sie sind hier! Erwarte euer Gebiet Kommando. Sichern! Ja? Ärmel hoch und los. So, mehr Türme errichten. Schon dabei. Machten wir alles dicht. Sie schlagen zu. So, der Plünderer ist gespawnt. Verstärkt die Verteidigung. Sie schlagen zu! Einsatzbereit! Gebiet sichern! Bin unterwegs! So. Gebt das Zeichen! Alles klar! Augen offen halten! So, inklusive dem Greif. Auf eilenden Schwingen! Schnell! Dann kann erstmal alles wieder nach Hause. Zu Diensten. An die Arbeit. Weil da wir ja wissen, dass der Kaiser mit seinen Kaiserlichen hier einmarschieren wird, können wir uns dieses Mal darauf vorbereiten. Also gut, ich hab's das letzte Mal auch gewusst, aber... Hab mal so getan, als ob ich es nicht wissen würde. Leider ist der Abschnitt von Kartei. Gebäude wurde errichtet über mich. Derer, an die ich mich noch gut erinnern kann. Schon dabei. Thema Urias und so. Zu Befehl. Deswegen errichten wir hier jetzt noch ein paar Verteidigungstürme. Verfügt über mich. Gebäude wurde errichtet. Schon dabei. Habt ihr einen Gon? Ich habe die beiden letzten Gons gefunden. Dann müsst ihr einen Kampfgefährten für die Prüfung wählen, der das Gon erhalten soll. Jenkwai und euer Gefährte Urias haben sich bereit erklärt, an eurer Seite zu kämpfen. Wir haben schon Sprecht mit ihnen und wählt, wer von beiden euer Mitstreiter sein soll. Dann kann die Prüfung beginnen. Okay, mit ihnen sprechen kann ich großartig. Habt ihr... Ich hab... Dann sprecht mit ihnen. Ja. Ich wähle meinen neuen Freund, den Kampfmagier Jenkwai. So soll es geschehen.
Gut, kämpfen wir bis Xalabar. Erst den Wundpfleger natürlich ausschalten. Questbuch wurde aktualisiert. Ja, betrete nur den Kampfpass und bezwingt Xalabar. Es ist soweit. Wenn ihr Xalabar nun besiegen könnt, dann muss er euren Worten Glauben schenken. Hier bin ich. Auf geht's, Herr der Rune. Ärmel hoch und los. Ja, da ich nicht weiß, ob sie den Pass runterkommen oder durch die Schlucht.